Ich gehe erstmal nach unten, bevor ich mir mein Pferd wieder rufe, weil sonst, das kriege ich das ja nicht hin. Die sieht auch schon. Moment, ich muss noch mal gerade zur Karte gehen und das Ganze noch mal. So. Jetzt kann ich den Typen auch betäuben mit einer Rauchbombe. Warum muss ich ihn unbedingt mit einer Rauchbombe betäuben? Ist doch blöd. Ist doch blöd, ist das. Aber es ist ja nicht unmöglich. Das war einfach. So, was hat der nette Herr denn dabei gehabt? Ich bringe ein anderes Lied. Ah, okay. Cool. Alles wieder rausgeholt. Okay. Was haben wir denn jetzt noch hier dann zu tun? Oder eher gesagt, wo wollte ich hin? Genau, ich wollte ja nach hier unten. Oh, bitte sag mir, dass ich auch nach da unten hin kann. Und ihre Wut lenken. Wenn das nicht geht, dann ist das sehr ärgerlich. Bitte schaff den Sprung. So viel dazu. Nein! Das geht nicht. Auch gesperrt. Okay. Das heißt also, ich muss jetzt nochmal gerade gucken, was wir jetzt noch alles machen hier in dieser Aufnahme. Wir werden... die letzte Kriegsmaschine zerstören. Dann werden wir hier dieses Versteck von Romulus machen und dann möglichst hier noch alles kaufen, und wenn wir nicht genug Geld haben, um hier möglichst viel zu kaufen, dann machen wir eben mit der Story weiter. Aber erstmal Leonardo, Romulus, und dann wird gekauft, was ich kaufen kann. Aquädukte und Ställe und so ein Zeug, und dann, erst wenn ich die Sachen habe, kommt sowas Riesiges dran wie na, der Rest. Dann los, lieber Ezio, dann los. Ab zu der Flugmaschine, glaube ich, müsste es jetzt sein. Mehr gibt's ja nicht. Gibt ja nur noch die Flugmaschine. Also dann, und ich denke mal, ich werde mir heute auch mal wieder das Assassinen-Weiß holen. Das muss auch mal wieder sein. Genau. Bomber. Valnerina. Valnerina. Das ist das Schwierigste von allen. Der Bomber ist das Schwierigste. Flugmaschine 2.0. Leonardo hat seine Flugmaschine mit einer leichten Kanone ausgestattet und so eine tödliche Flugwaffe geschaffen. Die Borgia dürfen sie niemals einsetzen. Volle Synchronisation bei Benutzung des Bombers nicht angeschossen werden. Ist möglich, ist nicht unmöglich, aber ist schwierig. Den Architekten des Bombers aufspüren. Also kann ich auch ganz ehrlich sein, das hier wird die schwierigste Sache werden. Es ist einfach so. Ach, da hinten. Dann folgen wir ihm mal. Wir folgen ihm. Du wirst schon noch dein blaues
Wunder erleben. Ich bin nicht der Assassine, den ihr sucht. Moment mal, da kommen Wachen. Wachen abwarten. Kollege, ich würde gerne was wissen. Wie sieht's aus? Gebt mir die Pläne. Nein, keinesfalls. Halt, halt! Wo sind die Pläne? Hinter den Wachen. In meinem Haus. Es ist das Letzte. Und die Maschine? Im Turm ganz oben. In der Festung. Okay. Die Bauplänen des Bombers zerstören. Jetzt sind wir gesucht. Hoppala. Ja, ich musste ja nochmal schauen, wie der andere reagiert. Und da hat er mich halt schon gesehen und... Naja. Dann war es zu spät. Weil hätte ich die Wache dann getötet, dann wäre es sowieso zu Ende gewesen, weil mich die andere Wache gesehen hätte. Ihr seht, wo das Problem liegt. Ich weiß, eine Entdeckung führt zur Desynchronisation. Ich weiß. Das Ding ist unglaublich genau, ey. Wahnsinn. Hoppala, verbrannt. Schön. Zum Bomber gelangen, ach du Scheiße. Schön mitgehen. Ich gehe schon weiter. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. So, ich bin durch. Jetzt bin ich wenigstens schon mal hier. Das ist schon mal ein guter Fortschritt, aber ich bin immer noch nicht lange weg, ey. Bis ich hier durch bin. Ich sag mal so, wir haben Zeit. Zum Teufel, ich kenne Du kennst mich nicht.
Okay, er kennt mich doch. Entschuldigung, ja, er kennt mich. Er hat mich sogar sehr gut gekannt. Kann ich auch nichts für. Jetzt ist er weg. Aber da er gerade weg ist, mache ich mal eine kurze Pause. Bis gleich. Jo, und jetzt machen wir weiter. Das Blöde ist, es wird nicht einfacher. Es wird nur noch sehr, sehr viel schwieriger. Muss man meistens so arbeiten. Einer geht durchs Gift drauf und den anderen kann ich dann so abschießen. Wie man sieht. Okay, somit werden die nämlich hier drauf schon mal ausgeschaltet. Ich versuche möglichst hier über die Mauern zu gehen. Über die äußeren Mauern. Das ist nämlich am einfachsten eigentlich. Ich warte mal, bis der Typ da wieder weg ist. Okay. Guck mal, der hat sich schlafen gelegt. Na, ich hoffe, dir geht's gut. Und immer mal wieder Sachen von dem mitnehmen, weil die halt wirklich vieles dabei haben. Was? Er hat mich doch gar nicht mehr gesehen. Er hat mich doch gar nicht mehr gesehen. Wer konnte... Nein, ich glaube, er konnte mich nicht mehr sehen. Und wenn doch, dann hatte er nicht nur seine eigene Perspektive, sondern die von ganz, 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 ganz vielen Leuten. Aber nicht nur von sich selbst. Und ich muss wieder von vorne weitermachen. So, der ist schon weg. Jetzt hier die Jungs. Achte lieber auf deinen Freund, der jetzt gleich stirbt. Ich würde mich nicht mehr auf mich konzentrieren. Wenn er nicht will, muss er sterben. Gut, wisst ihr, was ich eigentlich machen sollte? Ich nehme mal wieder was von ihm mit. Armbrustbolzen, weil die brauchen wir auf jeden Fall. Die brauchen wir eigentlich immer.
merkt keiner.